Bayern Sport in Sat 1. Präsentiert von der Glücksspirale. Schön konzentrieren beim geradeausfahren. So, wunderbar, jetzt drehen sie gerade. Philippe, noch ein bisschen abfallen. Ja, so ist gut. Bastian, die Großschutt noch mal ein bisschen dichter nehmen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt dann noch in den Streifen rein und dann machen wir eine Wende, oder? Ein Tag auf dem Wasser. Für Philippe und Basti gibt's nichts Schöneres. Beide jungen Männer sind körperlich behindert, von klein auf. Als ich dann vor 10 Jahren angefangen habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass es doch etwas ist, wo ich dann zum Beispiel ein bisschen abschalten kann. Es passiert immer was Neues. Das macht das Segeln so aus und deshalb mache ich das auch liebend gern. Der 17-jährige Basti ist seit 6 Jahren dabei. Seine Schule, das Heilpädagogische Förderzentrum Aschau, mit dem der Segelclub Prien eine Kooperation hat, ermutigte ihn zum Segeln. Also es ist halt, ich brauche halt für ein paar Sachen ein bisschen länger und irgendwann hat man das dann im Kopf. Trotz Handicap hinaus aufs Wasser. Beim Segelclub Prien setzen behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam die Segel. In Bayern ein einmaliges Projekt. Ich habe vor 11 Jahren das erste Mal für Behinderte eine Regatta gemacht für die Paralympic. Und danach hat man mich darum gebeten, ob ich nicht was für die Inklusion tun würde, könnte. Und ich habe mich halt überreden lassen. Wir merken ganz deutlich, dass das Selbstbewusstsein ganz massiv steigert. Und vor allen Dingen bei Bastian, wenn ihr den vor 4, 5 Jahren gesehen hättet, was das für ein ängstliches Kind war, was also sich nicht getraut hat, mehr als 50 Meter vom Ufer wegzufahren. Und heute macht er eben auch schon Kenterübungen und fährt raus und war auch schon bei 6 Windstärken bei Welle auf dem Gardasee. Der Segelclub Prien hat 304 Mitglieder. 92 Mitglieder sind Jugendliche, von denen sind 30% gehandicapt. Der Leistungskader besteht aus Jugendlichen mit und ohne Handicap. Auch Philippe und Basti sind im Leistungskader. Das Komische an der ganzen Sache ist, wenn wir eine Regatta machen, die Gewinner sind meistens immer die Behinderten. 2014 gab es vom Bayerischen Seglerverband den Inklusionspreis. Für die Sportler mit körperlichen Defiziten wurden die Boote entsprechend angepasst. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe auch schon viele von diesen Behindertenbooten ausprobiert und die machen auch sehr Spaß. Und da ist man eigentlich, hat wirklich keinen Nachteil, weil das alles so angepasst ist, dass man genau dasselbe machen kann wie auf so einem Boot. Ein echtes Handicap für den Segelclub. Für 2020 wurde Segeln aus dem paralympischen Programm gestrichen. Die Folge, die finanzielle Förderung durch den Freistaat wurde um die Hälfte gekürzt. 2018 haben wir finanziell durch Sponsoren abdecken können. Für uns fehlen jetzt momentan für 2019, um das Paralympic-Team und die Vorbereitung dazu über die Inklusion ungefähr 20.000 Euro. Generell wird Jugendarbeit beim Segelclub Prien großgeschrieben. 3-mal im Jahr gibt es einen Schnupperkurs für externe Jugendliche. Highlight ist auch die integrative Jugendwoche in den Sommerferien. 2019 feiert der Segelclub Prien sein 50-jähriges Jubiläum. Größter Jubiläumswunsch, dass Segeln wieder paralympisch wird, damit Philippe, Basti und alle anderen auch in Zukunft ausreichend gefördert werden können. Bayern Sport in